Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Zielgruppenorientierung und den fächerspezifischen Nutzen im MOOC Lernen und Lernen mit digitalen Medien 1. Mein Name ist Martin Teufel. Und ich bin Stefan Kmoser. Herzlich willkommen. Digitalisierung und neue Medien sind Megatrends, die alle gesellschaftlichen Bereiche unseres Lebens betreffen. Egal ob im öffentlichen Raum oder im privaten Einsatz, digitale Medien durchdringen unser gesamtes Leben. Und damit auch die Bildungslandschaft. Und dafür gibt es seit 2018 die verbindliche Übung Digitale Grundbildung, die seit 2022 ein Pflichtgegenstand ist. Neue Medien und deren Einsatz im Unterricht sind eigentlich von der Schule nicht mehr wegzudenken. Im folgenden Video wollen wir Ihnen ein paar Praxisbeispiele präsentieren und wir möchten mit der Primarstufe beginnen. Lieber Martin, was hast du uns heute mitgebracht? Als erstes hätte ich mitgebracht diese gelben Roboterbienen, die dienen dazu, einfach im analogen Bereich sich auf das Digitale vorzubereiten. Es geht darum, die Biene muss sich von einem Feld zu einem Zielfeld bewegen. Man kann sich das zuerst in analoger Form mit so Bauklötzen überlegen. Das heißt, die Kinder überlegen sich in einen entsprechenden Algorithmus, was muss die Biene, welche Befehle muss die Biene abarbeiten, damit sie eben von dieser Position, wo sie jetzt ist, zum Beispiel in die Höhle kommt. Das wäre dieser entsprechende Algorithmus, sieht fertig dann dementsprechend so aus und die Biene fährt das Ganze ab. Ganz ein analoges Beispiel in Verbindung mit wirklich haptischen Bauteilen. Mhm. Ein weiteres Beispiel hast du jetzt vorbereitet. Die sogenannte Greenscreen-Technik. Dafür muss ich was vorbereiten. Wir kennen die aus dem Fernsehen, wo einfach ein Hintergrund, als Hintergrund einmal eine grüne, ein grüner Bereich platziert wird. Sie ist ein gängiges Verfahren im Film und Fernsehen und damit lässt sich auf vielfältige Weise spannende Orte projizieren, zu denen man sonst nicht so leicht hinkommt, sei es die Hochschule, sei es die Nordsee oder was auch immer. Mit der Technik lassen sich spannende Unterrichtsinhalte anstatt von einer PowerPoint zum Beispiel präsentieren. Gut, wir kommen jetzt zu einem weiteren Beispiel. Es bleibt bei bunt bei mir, also eben das sind so gelbe oder bunte Plastikbausteine. In dem Fall geht es darum, das Ganze auch mit einer App zu verbinden. Es gibt dafür entsprechende Anleitungen, also eben die Kinder lösen entsprechende Probleme aus der Alltagswelt, können dann auch in dem Fall so wie hier ein Riesenrad bauen, das eben mit ein paar Motoren und einer quasi darunter eine Lampe verbunden ist. Das Ganze wird dann über eine App noch zu sich programmiert, dass da auch Leben in das Ganze reinkommt. Ich habe das da bei mir jetzt bereits vorbereitet. Ist ein einfaches Programm. In dem Fall, das Programm wird blockbasiert programmiert. Also das ist ganz eine grafische Programmiersprache. Ich drücke da jetzt nur mal auf Play und eben das Riesenrad eben bewegt sich dementsprechend und die Fahrer können aus- und einsteigen und dann auch vier Runden, glaube ich, ist das vorprogrammiert, dementsprechend absolvieren mit dem Riesenrad. Das wären so die ersten, glaube ich, Beispiele für die Primarstufe und damit kämen wir in die Sekundarstufe. Exemplarisch für die Sekundarstufe 2 habe ich eine Anwendung mitgebracht, mit der man Online-Quizzes erstellen kann. Online-Quizzes sind fallen unter den großen Bereich der Gamification. Gamification versteht man die Integration von Spielelementen in Lernanwendungen. Dazu gibt es verschiedene Anbieter und Anwendungen. Exemplarisch habe ich ein Beispiel heute mitgebracht, wo man zu einem in so einer Art Karteikartensystem lernen kann, in einem Selbststudium, wo man vorbereitet, mein Nikolaus-Quiz, in seinem Sack befinden sich die Mandarinen. Welche Farbe hat der Bart von Nikolaus? Und in weiterer Folge das auch interaktiv gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern online spielen lassen. Und ja, das macht es eigentlich recht praktisch. Der spielerische Aspekt kommt hinein und ist eine tolle Anwendung, wo man digitale Medien sinnvoll in den Unterricht integrieren kann. Als nächstes Beispiel hast du ein Beispiel zum Thema Computational Thinking mitgebracht. Genau, also ich habe da vor mir den kleinen Kleincomputer da vor mir stehen, so einen Platinencomputer.
Ich glaube, man sieht es in der Kamera, im Moment ist ein Smiley drauf. Das ist ein sehr preisgünstiger Computer, den man programmieren kann. Man kann ihn in verschiedenen Programmiersprachen programmieren. Und dazu, wie man das fächerintegrativ einsetzen kann, gibt es auch ein eigenes Schulbuch, also ein OER-Schulbuch, also Open Educational Resource. Man sieht es recht gut, okay. Das ist ein Schulbuch, das frei verfügbar ist. Es sind darin sehr viele Beispiele abgebildet, wie man den BBC Microbit in den diversen Fächern einsetzen kann, also eben Aufgabenstellungen. Ich habe das da eben das Buch geöffnet, eine Seite. Ein Beispiel ist einmal da dargestellt. Die Beispiele sind immer ganz gleich aufgebaut. Es gibt eben am Beginn eine Geschichte, was ist in dem Beispiel zu lösen, mit einer genaueren Aufgabenstellung daneben und eben mit entsprechenden Hilfen und einer Materialliste, die dafür gebraucht wird. Das ist eben in dem Fall ein einfaches Beispiel, das ist dem Zufall auf der Spur, das wäre ein Einsteigerbeispiel. Ich habe jetzt am Microbit ganz noch ein einfaches Beispiel, das ist mein Beginnerbeispiel eigentlich, wenn ich mit den Studierenden oder mit den Schülerinnen arbeite. Das ist immer das blinkende Herz. Ich habe jetzt da den Microbit bei mir vorbereitet. Er startet einfach mit einem Smiley, das ist eben das Startbild. Und wenn ich dann in dem Fall eine Taste drücke, beginnt er eben zu blinken. Das ist das blinkende Herz. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera jetzt da relativ gut. Das wäre ganz ein einfaches Programm, das am Computer wiederum programmiert werden muss im Vorfeld. Das Programm an sich sieht dann blockbasiert eben genau so aus, dass ich da jetzt gerade gehabt habe. Also eben beim Start wird ein Block eben mit dem Smiley dargestellt. Wenn ich dann auf den Knopf B drücke, werden eben abwechselnd eben entsprechende kleine und große Herzen dargestellt. Und wenn ich auf den Knopf A gedrückt hätte, würde eine Melodie abgespielt werden. Das ist eine Funktion, die eben der neue Microbit bietet, dass der schon einen integrierten Lautsprecher und ein Mikrofon hat. Als Abschluss würde ich eben dem Microbit noch einmal dieses Musikstück abspielen lassen. Ich nehme jetzt noch den Microbit zu meinem Mikrofon und spiele eben über die Taste A die Ode an die Freude ab. Das ist, glaube ich, ein gutes Ende für unsere Übersicht über die diversen Beispiele. Ja, wir hoffen, Ihnen mit diesem ein wenig Inspiration für den eigenen Unterricht gegeben zu haben. Wir wünschen Ihnen bei der Umsetzung alles Gute und viel Spaß.